Ja, aber Gehalt ist bei uns natürlich nicht eine rein wirtschaftliche Betrachtung, sondern da zahlen viele Punkte darauf ein. Ich habe hier gleich mal den ersten Satz, was man nicht verkaufen kann, hat keinen Wert, als ne, zu überdenken in den Raum gestellt. Das ist nämlich so ein Vertriebskredo. Wenn man auf Vertriebsseminare geht, kriegt man solche Sätze um die Ohren geworfen. Und das muss man natürlich differenzierter betrachten. Aber wir fangen mal mit der einfachen Betrachtung an. Natürlich ist das Spezialwissen, also das konkrete Expertenwissen, hier ein wesentlicher Punkt, der aufs Gehalt einzahlt. Natürlich kriegt jemand, der in einem bestimmten Thema, was wir auch am Markt anbieten, tiefer drin ist, mehr als jemand, der da weniger tief drin ist. Ich glaube, das ist keine gravierende Erkenntnis. Bei uns kommt hinzu, jeder Mitarbeiter wird dazu ermutigt und auch mitgenommen, Breitenwissen aufzubauen und sich als T-Shape Professional, so nennt sich das Ganze, einen Mehrwert zu bieten. Und manche haben dafür, sagen wir mal, ein größeres Faible oder manche tun sich damit auch leichter, dieses Breitenwissen aufzubauen und zu merken, als andere, ne? Auch das findet Berücksichtigung. Wie breit ist jemand aufgestellt und kann gegebenenfalls vielleicht auch einspringen oder dem Kunden dadurch einen Mehrwert bieten, sodass wir dann auch wieder höhere Sätze erreichen. Und jetzt kommen drei elementare Punkte, die auch ganz erheblich Berücksichtigung finden bei uns. Das eine ist die Extrameile, One for the Team, ne? Überstunden kommen wir in einem anderen Video zu, aber es geht ja erstmal darum, wenn man samstags eine Migration zum Beispiel machen muss, jetzt als Administrator, und man kann die Überstunden dann auch wieder ausgleichen. Aber es muss ja sich erstmal jemand finden, der bereit ist, auch mal dann zu sagen, ja, ich komme samstags, egal ob ich das quasi als Stunden wieder abbauen kann. Aber wer ist bereit, samstags zu kommen? Wer ist bereit, abends da zu bleiben und das zu machen? Wer ist bereit, wenn ein Kollege ein Problem hat, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht Schluss, sondern ich helfe dem Kollegen noch? Ne? Wer geht also mal die Extrameile oder wer geht sie besonders häufig? Weil, um ehrlich zu sein, wir stellen nur Leute ein, die bereit sind, einen Schritt mehr zu tun, als sie müssten. Für den Kunden, für die Kollegen, fürs Unternehmen. Ne? Also wer kein Teamplayer ist, der kommt nicht rein. Aber es gibt trotzdem noch da natürlich Unterschiede. Ne? Und natürlich haben wir da Verständnis dafür, wenn jetzt bei dem einen die familiäre Situation es nicht hergibt. Aber es ist dann auch klar, dass bei dem, der das eben kann und tut, vielleicht auch für den, der eben das gerade nicht kann, aufgrund von seiner persönlichen Situation, da in die Bresche springt, ne, dass der dann beim Gehalt natürlich auch davon profitieren soll, klar. Vorangehen, ne, Führung bedeutet Beantwortung. Wir haben keine mittlere Führungsebene. Die Führung geschieht situativ, gibt es übrigens ein Video zu. Situativ, ne, ist fluide. Und da ist jetzt die Frage, wer bringt sich da, wer tut sich besonders hervor? Häufig ist es sogar so, was man wissen muss. Wer hier Verantwortung übernimmt, hat unter Umständen Umsatzeinbuße, weil er ja Zeit in die Kollegen investiert, ne, die mitzunehmen, zu unterstützen, zu beraten, zu entwickeln, ne. Natürlich kann er in der Zeit nicht am Markt fakturieren, ne. Das heißt, natürlich muss ich denjenigen, der da mal auch mutig vorangeht, ne, beim Gehalt wieder berücksichtigen. Und das letzte, Teamverstärker, andere gut aussehen lassen. Ne? Ist im Fußball so was Klassisches. Ne? Man sieht immer nur den tollen Stürmer. Ne? Aber wer eigentlich die entscheidenden Pässe mundgerecht auf dem Fuß spielt, ne? Das sind die, die die gut aussehen lassen. Und da haben wir auch intern einen Blick für, haben auch Praktiken, um das rauszukriegen. Wir haben zum Beispiel beim Jahresabschluss treffen wir uns immer so alle, ne, und dann wird da gefragt, erzählt mal, wer hat euch dieses Jahr besonders in irgendwas geholfen? Das kann alles sein, das kann auch privat sein. Hat vielleicht ein Kollege mir, als ich persönlich eine schwierige Situation hatte, da in irgendeiner Form beraten oder unterstützend zur Seite gestanden oder hat zum Beispiel ein Softwareentwickler, der extrem Probleme mit einem Softwareprodukt hatte, mal durch einen Admin die Hilfe bekommen, um das zu lösen oder umgekehrt, ist auch häufig umgekehrt, zum Beispiel, dass ein Admin für die Firewall eine Regex braucht und der Softwareentwickler, der das täglich macht, ihm da einfach das rüberschiebt, ne? Und das wird bei uns auch sehr berücksichtigt.